Und Borut Müller, der Renndirektor, gibt das Rennen frei. Verbittert darüber, dass dieser WM-Titel in den USA keinen nachhaltigen Erfolg gebracht hat. Es gibt kaum Sponsoren. Das Team ist finanziell sehr knapp aufgestellt. Die anderen Nationen auf ihren Jacken wie Litfaßsäulen laufen sie herum. Die Amerikaner fast nur blau. Sieht zwar optisch ein bisschen schöner aus als die zugekleisterten Jacken der anderen, aber natürlich sind die Sponsoren auch wichtig, denn sie finanzieren diese Geschichte. Lesser auf 9. Immer noch mittendrin. Vaughn Bailey, linke Staffel der Saison zur Erinnerung. Ein Fehler bedeutet hier nicht sofort eine Strafrunde, sondern es gibt 3 Nachladepatronen. Und erst wenn diese 3 Nachladepatronen auch nicht dafür gesorgt haben, dass die 5 Scheiben vorne gefallen sind, erst dann muss man in die Strafrunde. Anders Besseberg, der Präsident des Biathlonverbandes, mit Klaus Pichler, dem Bürgermeister von Ruhpolding, auch OK-Chef Ruhpoldings, der hier rübergekommen ist, um sich den Wettkampf anzuschauen. So, Lesser auf Bahn 3 setzt den ersten Schuss dort unten. Trifft schon 2-mal. 2 Fehler Ulainer Björndalen, 3 Treffer Lesser. Also Lesser ist fehlerfrei durch. Hat das sehr gut gemacht. Ebenso Beatrix ohne Fehler. Zvetkov schießt etwas langsamer. Björndalen muss jetzt 2-mal nachladen. Auch Zvetkov fehlerfrei rausgegangen. Björndalen, der erste Nachlader, sitzt. Auch Michael Rösch ist ohne Fehler rausgekommen. Auch Bailey, das sind die ersten. Hier kommen die Glandertinger, seine ersten Wettbewerbe bestreiten. Und dann Weltcup-Comeback im Januar in Oberhof geplant. Molini für Italien, bei denen fehlt Giuseppe Montello, der ist krank. Dafür kommt dann auf der 4. Der gesamte Körper wird angegriffen vom Wind. Bailey beginnt mit einem Fehler. Rösch-Treffer, Beatrix-Treffer. Jetzt Fehler, Lesser auch schon einen Fehler, Bailey schon 2 Fehler. Beatrix jetzt auch 2 Fehler. Nur Michael Rösch hat noch nicht daneben geschossen. Beatrix droht die Strafrunde, er hat jetzt 3 Nachlader für 3. Erik hat 3 für 2, Rösch muss 1-mal nachladen. Keiner kommt ohne Fehler durch und Beatrix muss mindestens 1-mal in die Strafrunde. Rösch ist raus, Björndalen ist fehlerfrei geblieben. Norwegen jetzt also vorne mit dabei, 2 Strafrunden für Frankreich schon. Aber auch Lesser hat jetzt nur noch 2 für 2. Rösch vorne, Björndalen dahinter. Ebenfalls ein eingebürgerter Belgier, Florent Claude, Franzose. Gebürtiger Franzose, jetzt für Belgien startend. Eine kleine Sternstunde für Michael Rösch, der hier mit 34 noch einmal eine Staffel übergibt als erster Staffel. Olympiasieger war er mit Deutschland in Turin 2006. Bis jetzt 9. im Gesamtweltcup. 2 Top-10-Platzierungen. Der sich eigentlich gestern gewünscht hatte, dass er heute nicht laufen muss, weil er immer noch so ein bisschen angeschlagen, so ein bisschen verschnupft ist. Er sagte gestern nach dem Rennen, am liebsten würde ich mich morgen einfach auf die Couch setzen mit einer Decke und einem Tee und mir angucken, was die anderen machen. Das ist Hendrik Labelünd vorne. Ja. Und er, Michael Rösch, hat heute wieder ein kleines Kapitel Biathlon-Geschichte geschrieben. Hat sich völlig verausgabt, crasht in die Bande und ist dann einfach nur noch. Claude und Hendrik Labelünd zum ersten Schießen, zu ihrem ersten Schießen, zum dritten des Wettbewerbs. Und jetzt ist es gerade wieder extrem. Da sehen Sie nochmal die Schneewehen auch. Es wechselt immer so ein bisschen. Jetzt im Moment ist es wieder extrem. Auch der Schornstein im Hintergrund, der Rauch im rechten Winkel, zieht er rüber. Das ist schon unglaublich, wie hart es heute ist, hier erfolgreich zu schießen. Florent Claude gestern im IBU Cup 19. gewesen in Lenzerheide. Danach dann im Auto. Und jetzt ist er hier und schießt auf Bahn 1.
ob er sich das gestern im Auto so vorgestellt hat. Labelünd beginnt. Ja, und das hat er sehr gut gemacht, aber auch Florent Claude macht das bis hierhin sehr gut. Kommen beide ohne Nachlader aus. Stehend Anschlag. Hat sich ein kleines Polster rausgelaufen auf Florent Claude. Und natürlich ist es auch eine Chance für genau diese Athleten, für diese Labelünds und Birkelands dieser Welt, wenn eben die Bös und Svensens nicht da sind, sich zu präsentieren. Doll ist auch schon da. Claude natürlich auch. Jetzt braucht er noch einen Nachlader. War eigentlich eine gute Serie. Wind wird wieder etwas stärker. Braucht noch einen Nachlader. Bei Doll jetzt einen Fehler verzeichnen wir. Labelünd kommt ohne Strafrunde davon. Braucht zwar alle drei Nachlader, ist aber erstmal weiter vorn. Florent Claude, ein Nachlader. Benny Doll. Der Lauf wackelt, der Körper ist nicht mehr so stabil. Der Wind pustet natürlich dann auch hinten gegen. Und ein Mann des Tages ist sicherlich Michael Rösch. Den hören wir jetzt im Interview. Das glaubt ja kein Mensch, hat er eben gesagt. Empfinden Sie das auch so, dass Sie was Historisches geschafft haben, für Belgien eine Staffel als Erster zu wechseln? Ich habe zwar jetzt nichts verstanden, weil die Tschechen hier raus. Ey! Ich hab gefragt, haben Sie das als historisch empfunden, dass Sie zum ersten Mal eine belgische Staffel als Erster übergeben haben? Ja, das war mein Ziel. Ich wollte unbedingt auf eins übergeben, die belgische Fahne ganz oben stehen sehen. Der Ola hat es mir aber verdammt schwer gemacht. Also, der ist gut gelaufen, aber irgendwie am letzten Stieg kam noch mal der innere Schweinhund und hat super Material. Dann bin ich hier noch mal angekommen in den Tunneln. Ja, und ich war wirklich auf der allerletzten Rille. Ich bin ins Ziel getaumelt, ich war fix und alle. Nur noch schwarz gesehen, aber es hat sich gelohnt auf alle Fälle. Florent Claude, Ihr zweiter Mann, immer noch auf Podiumskurs. Das wird die Sensation des heutigen Tages, oder? Ja, Rums, da ist er eingeschlagen. Ja, ich war mir eigentlich bewusst heute, dass ich ein gutes Rennen machen kann, weil ich die Bedingung mag ich. Es war fest, kompakt, schnell, Schießstand war schwer. Und mich freut es einfach, dass die drei jetzt die Chance kriegen, vor so einer Kulisse sich zu präsentieren. Und ich habe alles dafür gegeben, dass wir jetzt die Ausgangsposition haben. Und wir sind auf Platz 2, also Wahnsinn. Dann drücken wir weiter die Daumen. Dankeschön, Michael. Erlend Bjøntegaard jetzt unterwegs. Und Florent Claude, auch er ist am Ende seiner Kräfte. Aber er hat ein gutes Rennen hingelegt. Er hat natürlich jetzt auf der Schlussrunde verloren, auf der Strecke. Nur noch einmal. Gestern noch Lenzerheide IBU Cup, heute Weltcup-Staffel. Zweiter zur Rennhälfte ist Belgien. Jetzt Tom Lahaye Goffard auf der Strecke. Es ist eben für die Athleten auch so. Die machen ihr eigenes Ding und haben es dann manchmal nicht so einfach. So, Finello macht da ein gutes Tempo. Der nächste Schweizer, an Pfeiffer dahinter. Die laufen jetzt auf den Belgier. Schweizer offenbar auch mit gutem Material heute. Frank Schmidt, ein Deutscher. Kommt mit den zwei Nachladern weg, bleibt erstmal vorn. Jetzt Arndt Pfeiffer gegen Finello. Pfeiffer zwei Fehler, jetzt dreht er ein wenig bei links. Vermutet also, dass der Wind ein wenig nachgelassen hat, der von links kommende. Ja, und Finello schießt ohne einen einzigen Fehler. Und Pfeiffer hat es genau richtig gemacht, er hat sich wieder reingedreht, jetzt allerdings kam da wieder so eine Böe durch. Wenn es nur eine Böe ist, dann ist es okay. Und der Belgier mit einem Nachlader durch. Der Deutsche mit zweien. Die Schweiz geht viermal in die Strafrunde und Arndt Pfeiffer, wie bei Erik Lesser, wie bei Benedikt Doll. Es dauert zwar lange, aber es ist erfolgreich und das ist die Hauptsache, diese verflixte Strafrunde zu vermeiden. 1:08 die Schießzeit von Arndt Pfeiffer.
Und auch die anderen. Jacquelin droht jetzt die Strafrunde. Belgien geht schon in die Strafrunde. Jacquelin bleibt dran. Zwei Strafrunden für Lahaye Goffard, den Belgier. Mindestens zwei. Es könnte sogar noch eine dazukommen. Und auch Windisch, der Italiener, muss in die Strafrunde. Ja, drei Strafrunden für Belgien. Das belgische Biathlon-Märchen ist hiermit beendet. Läufern noch überholt haben. Jawohl, so ist es. Da kommt Babikow schon. In der Zwischenzeit waren die Russen noch Zehnter. Jetzt sind sie Neunter. Also Babikow jetzt als Neunter übergibt er an Schipulin, an Anton Schipulin. Und dann die Belgier auf der 10. Jetzt Thierry Langer als Schlussläufer unterwegs. Und dann schauen wir mal an die erste Zwischenzeit. Nachladern. Und jetzt Anton Schipulin, Ukraine. Einen Nachlader braucht Anton Schipulin. Pidruschny kämpft um die Strafrunde bzw. gegen die Strafrunde. Schipulin braucht keine, Pidruschny auch nicht. Die beiden jetzt gemeinsam auf 8 und 9 herauslaufend. Und der Belgier Thierry Langer. Nachlader für ihn. Wenn die Belgier hier einen Top-10-Platz erreichen sollten, wäre das eine kleine oder eigentlich so eine große Sensation, das muss man ganz klar sagen. Aber jetzt verbaselt er es tatsächlich. Jetzt hat er schon fast das Problem, dass die Strafrunde droht. Er kann sie vermeiden. Also Doherty nach der Strafrunde auch mittendrin. Also da in dem Bereich, da gibt es jetzt noch ein paar schöne Positionskämpfe. Langer für Belgien kommt als Zehnter zum Schießstand. Der hat nach hinten 30 Sekunden Vorsprung vor Finnland und Estland. Der Lette Rastogujevs kommt dann als nächster, der ein starker Mann ist, hat aber schon 43 Sekunden Rückstand auf ihn hier, auf den Belgier. Der könnte also den Top-10-Platz retten, aber dann muss er besser schießen als bei seinen beiden ersten Schuss. Aber jetzt geht es gegen die Strafrunde. Da sind die anderen. Da ist der Finne. Und jetzt geht es für Belgien in die Strafrunde. Das dürfte es sein. Da haben sie es auch gesehen, dieses Zittern. Jetzt kommen die Nerven dazu. Die Anspannung, diese Chance da unter die besten 10 zu laufen. Zwei Strafrunden für Belgien. Schade drum. Drei Strafrunden für Belgien. Aus, der kleine Traum.